Wir machen heute das verdammt nochmal schwedischste Essen dieser Welt. Wir machen Köttbullar. Auf geht's. Während jetzt die Ersten in die Kommentarspalten abtauchen, nur um mir zu erklären, dass Köttbullar und nicht Köttbullar heißt, konzentrieren wir uns hier auf den verdammten Geschmack. Und diese schwedischen Fleischbällchen werden so unfassbar lecker, dass ihr euch wünschen werdet, eure Kindheit bereits in Schweden verbracht zu haben. Und zwar, weil es da auch noch verdammt schön ist, okay? Wir stellen erstmal einen kleinen Topf mit Sahne auf, um die 100 Milliliter. Und zerpflücken jetzt ein kleines weißes Brötchen vom Frühstück hier mit in die Sahne. Ihr könnt aber auch Brösel nehmen oder eine Toastscheibe oder eine Sandwichscheibe. Sobald das Weißbrot die gesamte Flüssigkeit aufgesaugt hat, Hitze runterdrehen und erstmal zur Seite stellen und abkühlen lassen. Nebenbei röstet ihr eure Gewürze. Piment ist ausschlaggebend für dieses Gericht. Ich habe jetzt noch ein paar Koriandersamen mit reingemacht, schwarzen Pfeffer und Nelke. Gewürze mahlen, so würde mein Pfeffer aussehen. Jetzt schneiden wir uns eine Zwiebel in feine Würfel runter. Butter in eine Pfanne geben, mit Zwiebeln dazu. Und die gemahlenen Gewürze auch gleich oben drauf geben. Unser gemischtes Hack, direkt ein bisschen salzen, die gewürzten Zwiebeln dazu. Unser Sahnebrot ebenfalls oben drauf. Ein Ei. Hier kommt mein Geheimtipp, Zuckerrübensirup. Das hat eine angenehme Süße, aber auch so eine Malzigkeit. Lässt auch die Fleischbällchen in der Pfanne später viel besser karamellisieren. Und jetzt richtig durchkneten die Masse. Wenn ihr irgendwas formen wollt, wie Arancinis oder Fleischbällchen, Knödel, ist es am besten, ihr befeuchtet eure Hand vorher hier mit kaltem Wasser, zudrücken, damit die Masse kompakt ist, und in eure Hand rotieren lassen. Deckt eure Fleischbällchen am besten nochmal kurz ab und stellt sie nochmal kalt. Denn was wir jetzt brauchen, ist die passende Soße. Knoblauch und Zwiebel fein würfeln. Zwiebeln und Knoblauch mit ein bisschen Butter in der Pfanne anschwitzen. Nebenbei schälen wir uns noch einen Apfel, den wir ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Nein, ich habe nicht geheult, weil das Rezept so gut ist. Ich habe eine Apfelallergie und gerade beim Schälen ist mir Apfelsaft ins Auge gespritzt. Seht ihr, welche Risiken ich hier eingehe für euch? Allein das wäre schon ein Grund, ein Like da zu lassen. Apfel mit dazugeben. Außerdem etwas Thymian, etwas Salz, frisch gemahlener Pfeffer. Und jetzt löschen wir das Ganze mit 200 ml Fond, ihr könnt Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe nehmen, einfach ab. Mindestens mal um die Hälfte einreduzieren lassen und jetzt unsere Sahne dazugeben. Die Soße jetzt nochmal um die Hälfte einreduzieren lassen, damit sie schön eindickt. Große Pfanne aufstellen, reichlich Öl reingeben. Und jetzt eure Bällchen von allen Seiten schön kross anbraten. Probiert eure Soße. Bomben. Sehr gut. Und schmeckt sie final mit ein bisschen Sojasauce ab. Serviert das Ganze am besten mit ein bisschen Kartoffelpüree. Gurkensalat dazu. Und oben drüber jetzt unsere leckere Soße. Frische Petersilie. Fertig sind eure schwedischen Fleischbällchen.